Herzlich willkommen zur Asklepios Gesundheitssendung. Heute geht es um die Ausbildung zum Beruf des Gesundheits- und Krankenpflegers bzw. der Gesundheits- und Krankenpflegerin. Solche Pflegekräfte werden ja in Deutschland händeringend gesucht und viele Schüler fragen sich, ob es für sie das Richtige ist. Und heute sprechen wir mal darüber mit einer Insiderin. Der Asklepios-Konzern, der ist ja einer der größten Arbeitgeber in der Gesundheitsbranche in Deutschland und bildet Nachwuchs selbst aus an verschiedenen Standorten deutschlandweit. Bei mir ist Sabrina Umbach. Sie ist die stellvertretende Leiterin des Pflegedienstes der Asklepios Schwalm-Eder Kliniken und zuständig für das Asklepios Klinikum Melsungen. Auch bei ihr werden Pflegekräfte ausgebildet. Schön, dass Sie für uns Zeit haben. Sehr gerne. Sagen Sie uns, warum sind Sie in die Pflege gegangen? Was macht für Sie diesen Pflegeberuf attraktiv? Ja, ich bin familiär vorbelastet gewesen. Meine Mutter war selber Krankenschwester jahrelang. Ich bin damit groß geworden mit dem Thema Krankenpflege. Und so war der Berufswunsch relativ schnell klar, direkt nach dem Abitur in die Krankenpflege zu gehen. Und wenn Sie jetzt heute zurückschauen auf die Zeit, ist das eine Entscheidung, die richtig war, von der Sie sagen, Mensch, was würde ich nochmal so machen? Ja, das muss ich auf jeden Fall so sagen. Also ich würde die Entscheidung, glaube ich, so genauso wieder treffen. Auf jeden Fall. Was ist denn so schön? Ja, ursprünglich war dieser Gedanke, Menschen helfen zu wollen, natürlich, wie es so viele Jugendliche haben. Aber es ist auch noch mehr, also diese Nähe am Patienten, was bewirken zu können, dieses Gefühl auch, Patienten dann gesund nach Hause entlassen zu können. Also das ist einfach, erfüllt jemanden einfach, ne? Das muss ich sagen, auch heute noch, ne? Es gibt halt sehr, sehr viele unterschiedliche Wege, die Krankenpflege heutzutage auch noch geht. Und so würde ich das genauso wieder machen. Ja. Was muss man für Interessen mitbringen, um im Pflegeberuf eine Ausbildung zu machen? Also woran muss man Spaß haben? Ja, in erster Linie natürlich im Umgang mit den Menschen. Man kommt den Menschen sehr nah. Es ist, die kommen in einer besonderen Situation zu jemandem und da muss man schon sehr viel Verständnis haben. Die Freude da an diesen Tätigkeiten sollten dort sein. Dann ist es halt auch so, offen für was Neues zu sein. Verantwortung zu übernehmen ist ein großer Punkt, den die Pflege heutzutage ausmacht. Mhm. Ja. Und es ist ja auch nicht immer einfach in der Pflege. Es ist ja nicht nur immer, Sonnenschein sozusagen. Natürlich nicht, nein. Also es kommen sehr viele kranke Menschen, man bekommt sehr viele Schicksale mit. Da ist oft ein Problem, Nähedistanz zu wahren. Das ist einfach schwierig. Das gelingt mal gut, es gelingt mal nicht so gut. Im Hintergrund hat man aber immer wieder dieses Team. Also man ist nicht alleine in der Pflege. Also man muss nicht allein mit diesen Situationen klarkommen. Und diese Teamarbeit, die man hat, die fängt einen auf. Sowohl im Positiven als auch bei negativen Erfahrungen. Wenn ich mich bei Ihnen bewerben möchte, was für einen Schulabschluss brauche ich? Also die dreijährige Krankenpflege, über die wir reden, ist die Gesundheits- und Krankenpflege, braucht den mittleren Bildungsabschluss, also mittlere Reife, sprich Realschulabschluss. Man hat aber auch über Umwege die Möglichkeit, zu der dreijährigen Ausbildung zu kommen. Es gibt eine einjährige Ausbildung, die Krankenpflegehilfeausbildung, die man auch mit einem Hauptschulabschluss machen kann, um dann vielleicht weiterzumachen. Muss man halt individuell schauen. Also es gibt eigentlich für jeden individuell eine Lösung, wenn man diesen Beruf erlernen möchte. Und wie muss ich mir die Ausbildung vorstellen? Da gibt es sicherlich Theorieteile, da gibt es Praxisteile, da laufe ich vielleicht mit. Wie läuft das? Genau, also die Ausbildung umfasst ja 3 Jahre. Die ist aufgeteilt in Praxisteile. Unterschiedlich von 4 bis 12 Wochen erstrecken sich diese Praxisteile. Und dazwischen sind immer wieder die Theorieblöcke, wo diese neuen Sachen aufgearbeitet werden, gelernt werden. Grundpflege ist ein Thema in einem der ersten Blocks und danach geht man in die Praxis und versucht das Erlernte in die Praxis umzusetzen. Dort wird man begleitet auf den einzelnen Stationen von Praxisanleitern. Das heißt, man wird nicht allein gelassen, sondern gerade in der ersten Zeit ist es sehr wichtig, so ein bisschen an die Hand genommen zu werden, begleitet zu werden, die ersten Erfahrungen zu sammeln, um dann im Laufe der Ausbildung, im Laufe der 3 Jahre peu à peu selbstständiger zu werden. Und also, bekomme ich da jeden Monat in eine andere Station? Nein, also die ersten Einsätze sind etwas länger. Mhm. Also maximal sind es so 3 Monatseinsätze.
auf den Stationen. Das erstreckt sich über alle Abteilungen hinweg, der inneren Medizin, der chirurgischen Abteilungen. Es gibt auch Einsätze in Intensivstationen, Operationssälen. Es gibt auch Außeneinsätze in den psychiatrischen Abteilungen und in der mobilen Krankenpflege. Also man lernt wirklich das ganze Spektrum. Und darf ich da als Auszubildende auch etwas alleine machen oder kann ich alle überall nur zugucken sozusagen? Na, am Anfang sind die Sachen, die man alleine macht, natürlich deutlich weniger, das ist klar. Aber das, was in der Praxis, in den Theorieblöcken erlernt wird, darf dann auch selbstständig unter Anleitung anfangs noch der Schwestern und Pfleger, Praxisanleiter, darf das natürlich auch selbstständig auch durchgeführt werden. Und wenn ich mich weiterbilden möchte, welche Chancen habe ich dann? Also da gibt es auch sehr, sehr viele Möglichkeiten. In den letzten Jahren ist das Spektrum deutlich gewachsen. Da gibt es zum einen Teil die Weiterbildung auf der fachlichen Seite. In Fachweiterbildung nennt sich das Anästhesie intensiv zum einen, in der operationstechnischen Seite zum anderen dann psychiatrische Pflege, geriatrische Pflege, das sind diese fachlichen Weiterbildungen. Dann haben wir Weiterbildungen zum Praxisanleiter, wenn man wirklich die Aus- und Weiterbildung der Schüler fördern möchte. Dann gibt es aber auch die Weiterbildungen zum Studium. Also man hat parallel zum der Ausbildung die Möglichkeit, ein duales Studium zu machen. Das wäre dann das Bachelorstudium. Kann dann auch zum Master weitermachen und auch sich weiterbilden Richtung Führungskraft. Also man hat wirklich ein ganz breites Spektrum im Zuge der Krankenpflege. Und noch eine Frage, man will ja auch davon leben. Und in der Öffentlichkeit haben ja Pflegeberufe so einen ganz bestimmten Ruf. Also kann man davon leben? Also es ist schon so, dass man davon eine Familie ernähren kann. Was halt sehr attraktiv für diesen Pflegeberuf ist, dass man Teilzeit gut arbeiten kann. Also ich bin selber ja Mutter von drei Kindern, habe lange Zeit nur im Nachtdienst gearbeitet, dann im Schichtdienst, in Teilzeitarbeit. Also dafür ist dieser Beruf halt wirklich prädestiniert, um wirklich eigentlich durchweg im Beruf arbeiten zu können. Auch trotz Kinder, trotz Kleinkinder, Kindergartenzeit. Also das lässt sich alles sehr gut miteinander verbinden, muss ich sagen. Vielen Dank für dieses interessante Gespräch. Und wir sehen uns wieder auf www.asklepios.com, auf Facebook und auf YouTube.